Hallihallo und willkommen zu einer neuen Videoanleitung. Und zwar heute geht es um Charakter bzw. die Übergriffe. Wir sind jetzt gerade hier bei Sektor 6. Und ich habe hier meinen Partner, der mit mir spielt, und zwar ist das Türk Alevi. Und wir werden jetzt mal gemeinsam das ansteuern, mal alles so hier. Also. Natürlich ist es wichtig, wenn man erst einmal Übergriffe macht, dann sollte man sich die Wege einteilen. In dem Fall zum Beispiel haben wir einmal die linke Seite und einmal die rechte Seite. Ich würde mal sagen, wir starten mal los und bewegen uns mal zum nächsten Wegepunkt. So, wir befinden uns hier jetzt im Sektor 6, Zone 2. Ich habe einen Screenshot daraus erstellt, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. So, ich bin jetzt hier auf diesen Knotenpunkt gegangen und es erscheint ein Pop-Up-Fenster. Und dieses Pop-Up-Fenster bietet mir zwei Möglichkeiten. Zum einen Serverlink sabotieren. Wenn ich diese in der Auswahl tätige, dann wird der obere Champion, je nachdem entweder 4 oder 3, sabotiert dieser Knotenpunkt und die werden dann nicht mehr verstärkt. Also der Bruder von Loki wird nicht mehr verstärkt und man kann ganz normal gegen ihn kämpfen. Wenn ich jetzt Figuren Auswahl tätige, dann kann ich dementsprechend einen Champion tauschen, der voll im Bewusstsein ist, mit voller Anzeige, gegen einen anderen meiner Champions, die ich bereits schon eingesetzt habe. So, schauen wir uns doch mal den Buff an, ob sich das lohnt, den zu sabotieren. Ich sehe hier Kopfsteuerung. Nein, das lohnt sich nicht. Da belasse ich das dabei und gehe gleich auch wieder zurück und wähle meine nächste Option, und zwar Figurenauswahl. Ja, dann wähle ich doch mal Figurenauswahl und dann schaue ich mal, welchen Champion ich dann nehme. Mephisto, Bohemoth, Engion, Champion Supreme. Ach, wir haben da so viel Auswahl. Ich kann mir jetzt wirklich gar nicht entscheiden. Was mache ich denn da? Ach komm, nehmen wir den Mephisto. Der sieht doch gut aus. Ja, macht immer eine gute Figur. Ja, natürlich will ich ihn auch eintauschen. Tauschen klicken, ganz klar. Ja, ich denke schon, ja. Dann klicken wir, doch, da bin ich mir sicher, klicken wir einfach auf Tauschen und dann haben wir das, weil ich meine, Mephisto ist sowieso viel besser und dann passt es auch. Na gut, wir haben genug Zeit vertrödelt. Auf in den Kampf! So, dann schauen wir uns doch mal gleich an, wenn wir zu dem nächsten Punkt gehen, was haben wir denn da eigentlich? Na, was haben wir denn da für ein Hack? Wähle ein Hack aus, genau. Wähle ein Hack aus, jetzt können wir da Attribut, Boost, Buff-Verbesserung, Sonderrückerstattung. Ja, klar. Hacke sind nichts anderes wie jetzt Vorteile, die du dir beschaffen tust. Ne? Kannst auch Hacks neu mischen, kostet 15 Einheiten, lohnt sich meistens aber in dem Fall nicht. Attribut-Boost, klar, kennt jeder, Energieresistenz gegen Energieangriffe, Puff-Verbesserung, Wutausbruch, also wenn ein Champion Wutausbruch hat, dann erhält man zusätzlich 30% Genauigkeit der Fähigkeiten, plus 40% Dauer, also die Fähigkeiten verlängern sich, die Genauigkeit wird größer und bei Sonderrückerstattung haben wir Superkraftangriffe, verbrauchen 20% weniger Kraft. Ich denke mal, da weiß jeder, was das heißt. Ja, in dem Fall wähle ich da einfach den Hack Sonderrückerstattung. Der klingt mir ganz plausibel und nett. Und dann gehen wir mal einen Knotenpunkt weiter. So. Aha. Wen haben wir denn da? Black Widow. Ah, die machen wir jetzt fertig mit dem Kolossus natürlich. Klassenvorteil nutzen. Okay, natürlich schauen wir, was ist das für ein Knotenpunkt. Ganz klar, zerfallene Rüstung. Ja, machen wir einfach mal einen Fight.
Und ready, fight! Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. K.O. Okay, also, you win perfect. Das haben wir noch hinbekommen. Ja, gar nicht so schwer, ne? Dann halt wieder auf den nächsten Knotenpunkt wieder gehen. Immer auch achten darauf, auf euren Partner, Spielepartner. Das ist auch ganz wichtig. Und dann müsst ihr halt, schauen wir uns mal an, Griffverbesserung, schwerer Angriff, Attributbus, kritische Schadenwertung, Buffverbesserung, Wutausbruch. Ja, also ist klar, der andere verbessert die schwere Angriffe, die Fähigkeiten sind im Angriff 30% genau, das andere ist 1000% kritische Schadenwertung, klingt gut. Wutausbruch erhalten 30% genau, ich krieg Fähigkeiten 40%. Ja, da müsst ihr halt entscheiden, je nachdem nach euren Champions. Ich nehme natürlich Buffverbesserung, Wutausbruch, das klingt doch ganz toll, oder doch nicht, vielleicht doch Attributboost, ich weiß es letztendlich nicht. Doch, ich nehme das zweite. Ja, jetzt habe ich zu lange überlegt, natürlich, ne, Türk Allergie, sagt ich Andi, das geht mir zu langsam hier mit. Und greift jetzt an. Da hat er auch natürlich eine richtige Entscheidung getroffen, aber er weiß ja, dass ich dieses Video mache, von daher ist es okay. Aber ihr solltet euch generell absprechen natürlich mit eurem Partner, wer was angreift. Das heißt, wer hat Klassenvorteile, Champion, der greift auch an. Das ist immer, was ich euch empfehlen würde. Nehmt immer 6 verschiedene Champions mit von 6 verschiedenen Klassen, so dass ihr 3 verschiedene Klassen abdecken tut und euer Partner. Und dann habt ihr alle Klassen abgedeckt und auch ein, ja, ihr seid euch sehr gut vorbereitet auf einen guten Fall. Ja, ich gehe jetzt mal nach vorne, genau. Und dann gehen wir gleich zum letzten Punkt nach vorne und das sehen wir auch schon. Wir haben hier Wähler im Bonus aus und ich mache jetzt einen Cut und wir werden das jetzt mal gleich erklären. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben 3 Boni. Wir haben einmal greife das Endgegner-Modul ab, dann das zweite pflege die Wunden, das dritte heile dein Team. Es ist eigentlich selbsterklärend, aber ich gehe es mal trotzdem Schritt für Schritt an und dann erkläre ich dir dementsprechend die Module. Let's go! Da haben wir einmal das Modul zum speziellen Hack, seltene Hack. Der gibt dir dann die Möglichkeit, während des Spiels, also während der nächsten Zone, die du übergehst, dieses bis zum Endgegner beizubehalten und richtig krassen Vorteil zu haben. Manchmal ist es auch zum Beispiel so ein Hack wie verstärke dauerhaft die Angriffe von allen deinen Champions um 30%. Oder mach deine Champions, gib ihnen 2000 Rüstungswertung dauerhaft in den Kampf. Ne? Das ist zum Beispiel so ein seltenes Modul, was du dann bekommen kannst. Ja, in der Mitte haben wir natürlich Pflege die Wunden. Belebe deine ausgenockten Teammitglieder mittels Lebens Elixieren auf 20% ihre Basisgesundheit wieder. Und das ist selbsterklärend. Ich glaube, das versteht sich. Was soll ich dazu noch sagen? Also wenn einer deiner Champions K.O. ist oder 2, dann kannst du das auch verwenden und kannst dann dementsprechend bis zu 20%, also ganz genau 20%, wiederherstellen der Leben. Und wenn du heile Elixiere natürlich hast, vielleicht hast du in petto gekauft oder gesammelt, dann kannst du zusätzlich es pushen. Ja, und das letzte natürlich, ganz einfach erklärt, der letzte Bonus ist richtig toll und deswegen ist Übergriffe mein Liebling mittlerweile geworden. Besser als früher die Kerker.
Heile dein Team. Ja, heile dein Team um 40% seiner Basisgesundheit. Also ohne, dass du Einheiten ausgeben musst, ohne, dass du Geld ausgeben musst, bekommst du 40% von Kabam geschenkt. Kaum zu glauben, aber wahr. Kabam hat also manchmal doch ein Herz. Und ich dachte, es wäre komplett steinkalt. Ja, soviel zu diesem ganzen Bonus erklärt am Ende. Ja, machen wir doch mal weiter, oder würde ich mal sagen. Eigentlich sind wir schon fertig. Ja, wir sind tatsächlich schon fertig. Und das war es eigentlich auch von dem Video. Was, willst du sagen, so kurz, aber das war doch so schön, Andi. Komm, machen wir nochmal ein Video. Nein, wir sind wirklich fertig. Ich will dich auch nicht auf die Folter spannen. Ich habe mir gedacht, ich lasse das Video mal so lange, vielleicht 40 Minuten, 50, dann siehst du die nächsten Kämpfe und so. Ich bin aber der Meinung, das soll ein Video sein, das soll eine Anleitung sein, ein Tutorial und wir sind damit einfach fertig. Wir haben es beendet. Du musst letztendlich deine Wahl treffen, welchen am Ende du diesen Bonus wählen tust. Das kann ich für dich nicht entscheiden, aber wir sind auf jeden Fall fertig. Und ja, ich bedanke mich natürlich fürs Zugucken. Würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Like natürlich, Glocke an. Und wenn dir meine Videos gefallen, freut mich das auch, wenn du das in die Kommentare reinschreiben tust. Und damit sorgst du dafür, dass es auch in Zukunft mehr Videos gibt. Denn Motivation braucht euch. Ihr seid die starke Kraft. Die User, die sich diese Videos anschauen, die auch einen Sinn ergeben, wenn man solche Videos erstellt. Sind auch zeitaufreibend. Ganzen Schnitz und Cuts. Und die Geräusche auch. Ne? Von daher, ja, das war's auch schon. Viel Spaß mit dem Abspann.